Aber ja, das war es erstmal mit Fuck. Ne, so viel dazu. Wait. Was zum Fick ist dieses Shit? Alright, Leute, willkommen zurück zum epischen Finale von Five Nights at Fuckboys 4. Wir sind hier in dieser Cutscene stecken geblieben, wo Fragezeichen kaputt gegangen ist und anscheinend mit deinen Leuten spricht. Mal gucken, was hier drauf kommt. Fragezeichen Party was defeated. Und das musste auch so sein. Ich kann nicht mal mehr auf mich selbst gucken. Ich war das mächtigste Wesen im Universum. Es ist Fakt, dass es meine Schuld ist, dass das Enragement Shitlord zurückgekommen ist. Es ist vor einiger Zeit passiert, wo ich versprochen habe, den Enragement Shitbasket zu helfen, als er seine Pläne versucht hat umzusetzen, als er das gesamte Universum übernehmen wollte. Aber als er vernichtet wurde vom Freddy Fuckboy, wurde aus der Existenz getilgt. Aber ich habe mein Versprechen gehalten und habe ihn wiederbelebt von den Toten und habe ihn zurückgebracht. Und jetzt ist er das, was er ist, ein Albtraum. Und deswegen habe ich ihn zurückgebracht. Und hätte das nicht alles passiert, dann wäre er immer noch in der Hölle. Sad story. Es ist alles meine Schuld. Was für ein Fuck-up ich bin. Ich verzeihe dir. Ich. Und da kommt der Kurde. You what? Der ist Sailor. Ich gebe auf. Was zum Fick ist falsch mit dir? Erinnerst du dich? Ich bin Sailor. Ich bin einer von den Kurdas. Was zum Fuck ist eine Sailor? Du hast sie doch im Haus gesehen, du Penner. Du hast nicht so leicht aufgegeben, als du gegen uns gekämpft hast. Aber ihr habt mich trotzdem besiegt. Was sage ich zum Teufel? Ihr seid nur Stimmen in meinem Kopf. Was zum Teufel passiert hier? Wir sind keine Stimmen. Wir sind real. Aber wir sind Geister. Außerdem bist du das meist powerful Fuck in dem Universum. Was zum Fick? 1A Übersetzung. Glaubst du das immer noch? Nein. No. Es ist okay. Wir werden dich schon zurecht biegen. Was zum Teufel heißt das überhaupt? Würde ich mich auch fragen. Jedes einzelne Stück. Ich kann es. Ich werde nicht dieses Enragement des Shit gewinnen lassen. Er ist ein fucking Fraud. Fake, was auch immer. For the sake of the universe. And all the lives in it. And some being asshole. Nun realisiere ich. Von Englisch auf Deutsch. Es ist Zeit. To Jeff. Sam. Enragement. Dicks. Yes. Aber nun ohne Nightmare Fuckboy und Co. werden wir noch mehr sacken. Geht von euren robotischen Ärschen runter und hilf mir. Hol großes Haufen Scheiße. Und was ist mit den Kurdas? Was ist mit uns? Du hast ein Enragement-Schalt zum Draufscheißen. Zum Fakt, wir sind nicht mal Part dieses Spiels. Doch, seid ihr schon ziemlich lange eigentlich. Wir haben unser eigenes Shitty-Game. Habt ihr das? Warum zum Teufel sind wir hier? Wer sind die? Warum wartest du noch? Get the fuck out. Enragement Fuck. Ich bin zurück. Wir sind auch hier. So fucking was. Ihr werdet uns einfach nochmal killen. So fuck you. No, fuck you. Wir werden dich endlich besiegen. Und noch nichts wird es uns aufhalten. Dann ist es euer fucking way. Die fluchen ein bisschen. Final BB. Lass mich raten, der ist jetzt besiegbar. Der ist jetzt besiegbar, ne? Die hat weniger Skills als vorher. Die Musik ist episch. Die ist cool. Yeah, do you want to fight? I fight. Da, 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 da. Alright, hab meine besten Skills gecastet. Jetzt wird's. Lass uns ihn fertig machen. Bam, erster Hit, zweiter Hit. Okay, der Damage, HP as fuck. Und das sind meine besten Skills. Mal gucken, ob ich ihn zur Hälfte runterkriege. Oh, oh! Ah, der ist tot. Nee, der ist nicht tot. Ich kann den nicht killen, oder? Schon wieder nicht. Seriously. Oh, es passiert doch. Er ist sick auf den Shit. Ich dachte, ich muss hier gerade sterben, aber es endet alles hier, Enragement Child. Ja, ja, nearly crashing the game mit dieser fetten Damage. ich glaube, das Ding ist so gecrashed, oder? Face it, Enragement Child. Du bist ein fucking Fraud. Du wirst nie powerful sein. Du wirst immer in den Schatten sein. Du wirst nie beachtet werden. Du bist nichts als ein Verräter, ein Lügner und ein Asshaus. In fact, du bist nicht mal der richtige Balloon Boy, du bist nur das Enragement Child. Du hast nur den Balloon Boy Namen angenommen. So, warum gibst du nicht auf und gehst zurück, wo du herkommst? Besser. Jetzt ist er Balloon Boy. Und nun ist es Zeit, um den richtigen Balloon Boy hier hinzubringen. Da ist er. Nun, 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 wo haben wir denn hier? Den Bruder, der mich betrogen hat, hat meinen Namen angenommen und hat mich da schlecht dastehen lassen. Hat mich und meine Schwester sogar umbringen wollen. Da ist JJ. Die ist auch eigentlich in meiner Party. Du bist nur mit uns, Enragement Child. Aber nun machen wir das, was wir schon machen sollten, als du uns versucht hast umzubringen. Es ist Zeit, dich in die Hölle zu schicken. Was eine epische Ende. Er ist gar nicht der Balloon Boy, er war nur das Enragement Child. Er ist der Bruder vom
Balloon Boy, es ist vorbei. Die Serie ist vorbei. Der Enragement Pack wurde defeated. Danke euch allen. Ende. Das wär's jetzt. Das war fucking stupid. Und mit einem letzten Schlag, boah, so schnell kann ich nicht übersetzen, Leute. Mach Pause und übersetzt das selber. Wer sind die Kurdas? Nun, das musst du in einem anderen Spiel warten. Gott, der Text ging aber gerade schnell. Das war's. Ich habe gesagt, es soll keine Lizenzmucke verwenden. Guckt mal an, was er alles drin hatte. Kriegst einen Strike nach dem anderen, dann ist dein Kanal ein Arsch. Ja, das war Fuckboys 4, so wie es aussieht. Eigentlich ein ganz cooles Game. Eine coole Idee. Es ist nur von einem Fan von Fuckboys 1 und 2 und 3 gemacht worden. Also nicht von dem Originalentwickler von Teil 3 und 2 und 1. Es ist noch nicht vorbei, du Dirty Bastard. Und es kommt noch ein DLC raus. Okay, weiß ich aber auch schon. Es kommt noch ein Akt 3 raus. Er will aber noch ein Remake rausbringen. Oh, ein Passwort. Er will aber noch ein Remake von dem Game rausbringen, was er dann halt das Ganze nochmal ersetzt. Im Prinzip habe ich alles umsonst gezockt, weil das Remake wird sowieso von neu anfangen. Ach, mal gucken. Aber auf jeden Fall, Akt 3 kommt noch wohl irgendwann raus. Ich frage mich eigentlich, wozu. Die Story ist zu Ende. Ah. Vielleicht ist es am besten, wenn einige Dinge vergessen werden. Da ist eine Brille und da hinten sind ein paar Kurdas zu sehen. Da links ist auch noch was. Da links ist doch auch noch was. Da ist doch was. Da muss ich mal heller machen, ne? Ich mach mal das Bild für euch heller, blende ich mal hier ein, was man da im Hintergrund gesehen hat. Aber ja, das war es erstmal mit Fuck. Ne, so viel dazu. Wait. What the fuck is this shit? Was zum Fick ist dieses shit? I don't have time for your shit? Er hat nicht Zeit für mein Shit. Springtrap. Seriously. Springtrap? Fragezeichen. Ich hab so keinen Bock mehr. Okay, also es ist wieder ein Fight, den man nicht gewinnen kann. Wette ich mit dir. Der nimmt keinen Schaden. Der nimmt so wenig Schaden, da kann ich nicht mal ankommen. Das wird mich umbringen, oder? Mal gucken. Na, geht eigentlich. Geht. Ich dachte, das wird schlimmer. Die Kurdas haben die besten Skills. Zack und tot ist das. Nee, der ist nicht tot. Ich sag's doch. Den Fight kann man nicht gewinnen. Endlich mal. Dadurch, dass ich so immens viele HP hatte, war das ein beschissener Fight. Das hat so endlich gedauert. Das ist alles. Das ist fucking alles. Echt jetzt, Game? Oh. Manchmal hasse ich das. Manchmal hasse ich die Spiele so sehr. Manchmal hasse ich. Oh, der Fall hat über 15 Minuten gedauert. Nur damit ich verrecke und es nichts passiert. Macht Sinn, macht Sinn. Das war's mit Fuck Nice at Fuck Boys der ganzen Serie. Bis endlich mal Teil Akt 3 rauskommt, falls überhaupt rauskommt. Oder das Remake. Das Remake werde ich wahrscheinlich nicht zocken. Ich werde nur Akt 3 zocken. Es gibt noch ein Five Nights at Fuck Girls. Habe ich ja schon mal erwähnt. Das werde ich wohl auch noch zocken. Ansonsten könnt ihr euch mal einen linken Five Nights at Freddy's Game wünschen. Ich dachte mir noch so am Wario 1, 2, 3. Mal Corrupted hat schon 3 und Origin gezockt. Auf jeden Fall Teil 1 und 2 noch. Und am 31. kommt natürlich das Update für Five Nights at Freddy's 4. Und Five Nights at Freddy's kommt wahrscheinlich erst im neuen Jahr, hat er ja alles verschoben. Aber auf das neue Update freue ich mich schon. Aber wie gesagt, das war's mit Five Nights at Fuckboys. Klickt mal hier oben rechts auf das i, dort findet ihr weitere Five Nights at Freddy's Folgen und Fangames. Und gebt mal den Daumen hoch dafür, dass ich das Spiel endlich abgeschlossen habe. Das hat ein bisschen länger gedauert als die anderen Spiele. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen und es Spaß gemacht. Und ich sehe euch im nächsten Projekt. Gebt mir Flosse. Flop.